und Bilder aus Luft und Farbe. Die Airbrush-Elite zu Gast in Bobenheim-Broxheim. Also es ist unglaublich. Also Menschen jeglichen sozialen Grades treffen sich beim Airbrushen. Mit der Leidenschaft, da ist es ja so eine Sache. Da reicht oft ein kleiner Blick und die Faszination ist da. Und schon ist es tatsächlich um einen geschehen. So erging es auch Norbert Klug aus Bobenheim-Roxheim, als er zum ersten Mal vor einem Harley-Davidson-Motorrad stand, das künstlerisch lackiert war. Mittlerweile beherrscht er diese Kunst der Airbrush-Technik so gut, dass er deutschlandweit Kurse gibt mit diesen farbigen Luftpistolen und nun sogar die erste Messe für internationale Airbrush-Künstler in die Pfalz geholt hat. Und wir waren dabei. Mit Airbrush fährt sich's gut. Die Airbrush-Elite aus Deutschland und der Schweiz ist nach Bobenheim-Roxheim gereist. Verbrochen hat die erste Messe in Rheinland-Pfalz dieser Mann hier. Ich bin Klug, Norbert Klug, der Airbrush-Sommerritter aus Rheinland-Pfalz. Die Kurse des Airbrush-Gurus sind restlos ausgebucht. Es gibt jetzt schon Wartelisten fürs nächste Jahr. Sein Motto: Kunst muss bezahlbar sein und Kunst kann jeder. In meinen Kursen sind Professoren, Banker von der Börse, es sind Doktore, es sind Schüler, es sind Hausfrauen, es sind Konditore. Also es ist unglaublich. Also Menschen jeglichen sozialen Grades treffen sich beim Airbrushen. Airbrush. Die Kunst aus der Spritzpistole entsteht im Eiltempo. Auch wenn es sich um ein Schneckenmotiv aus der Schweiz handelt. Schneckenfieber sozusagen. Mittlerweile sind es bei 110, 120 Schnecken. Verschiedene natürlich von solchen, die es gibt. Und von solchen, wo die Wissenschaft noch nichts weiß davon. Von der Wehrschnecke über die Vampirschnecke. Die wurden noch nicht gesichtet, aber zu gewissen Zeiten, ja. Realistischer als ein Foto. Mit der Luftdruckspritzpistolenkunst bleibt keine Falte unentdeckt. Airbrush ist vielfältiger als Öl oder Acryl. Zumindest braucht man als Künstler nicht einmal eine Leinwand. Zu den weltweit besten Bodypaintern gehört Petra Tronsa aus Ingelheim. Wir haben jetzt bei Special Effects Make-up jeweils die Weltmeisterschaft gewonnen. Ja, das ist einfach ein Stück Ideenreichtum. Liebe am Bodypainting, Fantasie, die man ausleben kann. Ja. Im Kunstunterricht, meint Norbert Klug, war er eine Niete. Zwar sei er immer noch nicht der beste Airbrusher, aber zumindest der beste Lehrer. Das ist die Faszination, wenn jemand kommt und sagt, er kann's nicht. Und danach geht er mit 4 Bilder heim und er kann's. Und er ist glücklich und happy und in der Schule hat er 6er gekriegt in Zeichnen. Jetzt malt er die tollsten Bilder. Na, wie gesagt, sehen Sie mal. Jetzt haben sie 40 Jahre gebraucht, um mal richtig malen zu lernen. Bei einem Airbrusher, der wusste vorher auch nicht gekonnt hat. Der kleine Airbrush-Punk wird gut 3 Tage an die Messe erinnert. Denn so lange hält sich sein Tattoo. Übrigens sind rund 1500 Neugierige und Fans zur Messe nach Bobenheim-Roxheim geströmt. Und für Norbert Klug und die Airbrush-Szene ist das ein toller Erfolg in der Pfalz.